So Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Video in dem neuen Jahr auf diesem Kanal. Also ich wusste nicht, wie ich das am besten einleiten soll. Das neue Jahr 2022. Es ist im letzten Jahr einiges passiert, was dieses Jahr definitiv beeinflussen wird. Aber dazu komme ich später. Jetzt möchte ich, bevor ich euch die Drohnenaufnahmen zeige, wo ich echt sehr stolz drauf bin, weil es mein erster Flug war, möchte ich noch ein paar Sachen ansprechen und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir direkt los. So, wie gesagt, sprechen wir jetzt das Thema Film und Kinofilme. Ja. Neun Projekte 2022, weg von Livestreams und normalen Aufnahmen zu Professionalität und das, was ich eigentlich am besten kann. 2022. Ich habe in meinem Schrank hier habe ich drei Drehbücher drin, beziehungsweise drei Sticks, auf denen Drehbücher drauf sind. Die müssen noch ausgedruckt werden. Die für mich persönlich die meiste Arbeit gebracht haben und für mich auch persönlich am meisten an Entwicklung gemacht haben, weil sich ein Kinofilm mit der Person entwickelt. Und es war als erstes, war es nur so ein kleines Segment, so ein kleiner Segmentteil, wo dann gesagt wurde, ja, die Story handelt handelt von das und das. Und dann über einen Monat, über zwei Monate, Ende Dezember, habe ich dann gesehen, was daraus geworden ist. Das ist eine komplexe Story geworden, ist eine Welt für sich. Und ich bin sehr froh, dass ich ankündigen darf, dass endlich die Daten für den Drehbeginn feststehen. Und das wäre dann derzeit 2. Februar. Ab da ein Monat lang. Das heißt, es wird wirklich ein Film, der soll lang sein, so eine Stunde, zwei Stunden ungefähr. Das Casting, das wird noch vor dem 2. Februar stattfinden, weil ich habe einen Film mit, also ich will einen Film mit maximal drei Personen und einem Tier drehen und ja, dann bin ich mal gespannt. Das wird alles, wird das nochmal auf meiner Plattform, so was ich, welche Leute ich brauche, was ich brauche, wie hoch die Gagen und sowas sind. Also das wird alles noch auf der Plattform AGI Plus gezeigt und auch vorgestellt. Ja, das ist das erste Projekt. So, das trägt den Titel Vermisst, ein Teil von mir. Da bin ich sehr froh, dass das momentan so wirklich so gut vorankommt. Och, ich glaube, wir haben genug gelabert. Vorab zu den Filmaufnahmen. Ich werde viel experimentieren. Ich werde mit dieser Drohne sehr, sehr viel experimentieren, weil ich das Maximale aus dem Teil rausholen will. Weil ich finde, die Drohne ist einfach genial, also mit mehreren Sensoren hier hinten, das ist einfach legendär. Ich werde viel mit experimentieren, das heißt, die Aufnahmen werden von der Farbgebung und von der Belichtung her unterschiedlich sein. Ob man es mehr sieht, dass es in Premiere Pro bearbeitet wurde oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich will. Ich habe jetzt das erste Mal mit dieser Drohne gedreht und wie gesagt, ich möchte viel ausprobieren. Es tut mir leid, falls einige Aufnahmen für euch dann unnatürlich aussehen mögen oder sehr scharf oder weiß nicht der Kuckuck was, ob es irgendwie dann, ob dann jemand da sitzt und sagt, ey, das kann ich doch besser oder so, das mag sein. Ihr solltet nur im Hinterkopf behalten, dass ich das erste Mal mit dieser Drohne geflogen bin und auch mich noch nicht so richtig traue, die Drohne so richtig
zu bewegen, so, also so frei, so mal näher an Objekte dran zu fliegen oder sowas, weil wenn die Drohne kaputt geht, dann habe ich schon ein ganz großes Problem. Da muss ich wahrscheinlich 3, 4 Wochen warten, bis die repariert ist, oder 3, 4 Wochen warten, bis eine neue da ist. Und das wäre etwas suboptimal, weil ich habe einen sehr engen Zeitraum mit sehr vielen Projekten auch, die ich gerne endlich mal fertig machen würde, die ich gerne endlich mal fertig machen würden, die ich gerne endlich mal fertig machen würde. Ja, und deswegen, also die Drohnenaufnahmen sind, also einige sind echt, richtig gut geworden, auch von der Farbgebung her, aber andere sind dann halt etwas, da war halt, glaube ich, die Blende zu stark, oder es ist einfach so gewesen, dass dadurch, dass es halt so ist draußen, wie es ist, es war nebelig, es war grau. Also, ich will nicht lange drum rumreden, wir haben jetzt schon 20 Minuten lang locker nur geredet. Ich zeige euch jetzt die Drohnenaufnahmen. Wenn sie euch gefallen hat, schreibt doch mal in die Kommentare, wo ich als nächstes hinfahren soll mit der Drohne. Vielleicht werde ich das dann in den nächsten Tagen noch tun. Oder schreibt mir auf Instagram einfach, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man das verbessern kann. Das würde mir auch persönlich sehr weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, und dann viel Spaß mit den Drohnenvideos. Man sieht sich.